Das ist unverkennbar ein Smart, aber ein ganz besonderer, denn er hat nicht nur zwei Türen, sondern sogar vier. 80 cm ist der Smart 4-4 länger als ein Smart 4-2. Zum 4-2 startet Smart ein besonderes Comeback. Es gibt wieder einen Smart 4-4. Diesmal baut der clevere Kleinwagen auf demselben Prinzip auf wie der Zweisitzer 4-2 und hat seinen Motor im Heck. Dieses Mal ist es ein echtes Familienmitglied. Das sieht man schon von außen. Die beiden sehen aus, als gehören sie zur selben Familie, was beim alten 4-4 nicht der Fall war. Und auch die Vorzüge, zum Beispiel der neue 4-4. 80% der Außenlänge können sie für den Innenraum nutzen. Also knappe 80%, das ist ein sensationeller Wert. Und den erreichen wir eben auch durch dieses typische Smart-Konzept. Das sind so, denke ich, typische Beispiele, die aus dem 4-4 einen echten Smart machen. Wir fahren den 4-4 in der Prime Edition mit einem 52 kW starken Motor. Der moderne Dreizylinder-Saugmotor ermöglicht eine besonders sparsame Fahrweise. So verbraucht der Smart 4,2 Liter auf 100 Kilometer. Der Basispreis für den 4-4 in der Prime Edition beträgt 13.705 Euro in Deutschland. Neu bei Smart ein 5-Gang-Schaltgetriebe sowie das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die cleveren Details zeigen viele Designmerkmale, beispielsweise das Kühlluftgitter im Frontbereich. Optisch ähnelt der 4-4 seinem zweisitzigen Bruder. Die Front- und Hecküberhänge wirken genauso kurz. Die Dachlinie des 4-4 ist coupéhaft nach hinten abfallend gestaltet. Was soll ein Smart sein? Natürlich wendig, natürlich witzig, aber auch praktisch. Der Smart 4-4 hat nicht nur, wie der Name schon sagt, vier Türen, sondern innen auch besonders praktische Lösungen, wenn es mal etwas mehr sein darf, hinter dem Beifahrersitz. Im Innenraum gibt sich der Smart sehr modern mit halbrunder Instrumententafel und neu gestaltetem Infotainment Center. Schön schlicht ist das Cockpit des neuen Stadtflitzers. Bei einer Länge von 3,49 Meter gibt es Platz für vier. Wenn man die Sitze umklappt, passen immerhin 975 Liter Gepäck in den großen Kleinen. Wir haben unsere Kunden, wir hatten viele Workshops, haben unsere Kunden oder potenziellen Kunden gefragt, was hält euch denn eigentlich ab, den Smart 4-2, also für den Zweisitzer zu kaufen? Und die häufigste Antwort wäre, wir hätten gerne einen 4-2, aber mit mehr Platz oder für vier Personen. Und deswegen haben wir gleichzeitig mit der Entwicklung des 4-2s den 4-4 entwickelt, der im Prinzip genau dieselben Gene in sich trägt wie auch der 4-2. Die farbenfrohe Navigationseinheit in der Mittelkonsole ermöglicht dem Fahrer Zugriff auf weitere Funktionen wie Telefon und Radio. Auch mit Hilfe des Multifunktionslenkrades lassen sich Informationen aus dem Bordcomputer abrufen. Neu ist nicht nur das große Display, sondern auch die Anordnung der Klimaschalter. Mit einem Basispreis von 10.995 Euro in Deutschland möchte Smart die Städte erobern. Hat er auch das Herz unseres Testers erobert? Der 4-4 überzeugt durch seinen Fahrkomfort, allerdings geht durch die größere Länge auch etwas vom Go-Kart-Feeling des 4-2 verloren. Allerdings hat der 4-4 ja auch Platz für vier. Durch seine Kompaktheit und Agilität ist er das perfekte Auto für die Stadt. Und mit reichlich Ladevolumen und Platz für vier Erwachsene ist der Smart 4-4 offen für alles, was das tägliche Leben an Überraschungen bietet.